Es geschehen so viele Wunder, so viele Segnungen tagtäglich, so viele Heilungen. Doch wenn das wichtigste Wunder nicht geschieht in deinem Herz, werden alle anderen Wunder, Heilungen und Segnungen zum Fluch am jüngsten Tag, wenn Gott kommt, um Gericht zu halten und die Seinen zu bevollmächtigen und in die One Love zu führen. Dann werden alle die Wunder und Segnungen, die Gott getan hat in deinem Leben und in vielen deinen Leben, zum Fluch werden, dich anklagen. Wieso du, nachdem du das Wunder empfangen hast, die Heilung erlebt hast, Gott nicht die Ehre gegeben hast durch dein Leben, auf das sowas nicht passiert und du dir nicht den Weg in die Hölle bahnst durch Wunder und Zeichen von Gott, solltest du erstmal das wichtigste Wunder erleben, die Wiedergeburt durch den Geist Christi und getauft werden im Heiligen Geist durch das Feuer, was all das Böse vernichtet. Und erst danach werden die Wunder und die Heilungen und Segnungen Gottes ein Segen nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt.